Es ist Freitag. Willkommen zurück zu Baldur's Gate, den Spiel mit des Teufelspreis, wo wir theoretisch noch was machen wollen, aber dazu später mehr. Ich finde es übrigens beunruhigend, dass hier welche Käfige mit irgendwelchen Skeletten drin rumliegen. Was? Ich habe was entdeckt anscheinend, aber in der nächsten Etage. Wir wollen gerade bei Hessig einbrechen, also wir könnten natürlich mit dir reden. Oh. Wie kriegen wir die aus? Tigernebel. Achso, wir könnten natürlich vielleicht den durstigen Schutz aktivieren. Oh, der will bestimmt Geld haben, oder? Wenn sie ein Mammon-Dingsbums ist, dann will sie... That's the way. Es ist euer... Och, och. So, Versuch 2. Das ist so dumm, dass die ganzen Ads alle meinen, sie müssten vor den Charakter, der aktiv ist, laufen. Was soll denn die Scheiße? Das ist ja auch... Das ist so unnötig. Da wird der Rottikopf. Sind die Gambions eigentlich komplett feuerimmun? Steht das irgendwo? Nee, sie sind nicht feuerimmun. Dauerwaffen, okay. So. Gut. Dann machen wir jetzt, gehen wir nochmal ganz vorsichtig vor. Oh, wir haben die Falle nicht gefunden, auch nicht schlecht, aber ich habe sie letztes Mal gefunden. Kann kaum schlucken, kaum atmen. Reicht es, wenn ich dem Ding einfach Wasser reinschmeißen, dann ist gut? Hat er den Nüchtern sofort oben? Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob ich den Fusel benutzen möchte. Oder mal, haben wir Wasser bei? Oh ja, heiliges Wasser ist bestimmt eine super Idee. Heiliges Wasser war es nicht in meinem Wahrnehmungscheck. Ist, warte mal, da ist eine Flasche daneben, ne? Vielleicht sollte ich die einfach klauen. Durst. Ich meine, das könnte ja tatsächlich so einfach sein, dass du einfach wirklich nur die Flasche reinwirfst. Ein einfacher Glasflasche. Der Korken ist ein bisschen angefault. Nein, das war's nicht. Achso, das ist aber vielleicht eine... Atem aus der Flasche? Jetzt habe ich ja leider gerade nichts irgendwie... Was ist denn hier nicht noch? Sind es die Lasell-Klamotten? Unbeugsame Kriegsmann, ein kleines Mysterium. Wird denn hier fliegen, so wirkt der nächste Tag einfach zu sich ein Schaden. Das könnte ich, glaube ich, auch mal verkaufen, das Ding, ne? Weil ich glaube, die Schuhe werde ich nicht mehr benutzen. Ja, was werfen wir jetzt diesen verdammten Dings entgegen? Da müssen wir wahrscheinlich mal kurz ins Lager gehen. Und mal irgendwas rausholen. Was vielleicht... Wahrscheinlich irgendeine Art von Alkohol wird es wahrscheinlich einfach tun, oder? Ich meine, wenn daneben eine lange. Daneben stand eine leere Flasche mit angefaulten. Oh nein. Warum muss dein Schattenherz eigentlich schon wieder so viel Zeug mit sich rumtragen? Öffnen. Okay, das ist sowieso die Bücherkiste, die wollte ich eh nicht haben. Reisesack. Da drin ist. Ja, hier Wein. Wein ist doch ein. Wein ist doch ein Dauerbrenner, oder? Das sollte jetzt aber funktionieren, nehme ich mal an. Wir könnten. Das ist doch geil, dass der Gambeln jetzt quasi auf der Falle draufsteht, ne? So, Wein. Oh, Schutz. Hat das nur Schattenherzschutz oder alle Leute? Moment. Okay, es scheint so, als könnten jetzt alle rüber. Ich quicksafen, bevor hier wieder alles hochgeht. Don't linger. Ist doch die Frage, wie lange das anhält, ne? Aber es scheint kein explosives Dingsbums mehr da zu sein. Insofern scheint sich das hier erledigt zu haben. Gut, brechen wir weiter bei Hessig an. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ob wir hier irgendwie Beweise gegen Hessig finden oder nicht, oder... Dieser Tisch sieht auf jeden Fall gut reich aus, ne? So im Großen und Ganzen. Vor allem, mit wem hält Hessig hier? Sie spielt anscheinend Karten mit irgendjemandem, ne? Hessigs Tagebuch. Na, da kommt bestimmt was bei raus.
Gibt es denn einen schöneren Klang als das Klirren einer Münze, die an eine andere Münze reibt? Natürlich wird Mammon allein durch eine Tasche Gold nicht gesättigt sein. Nein, ich muss da klüger vorgehen. Was ich brauche, sind mehrere Einnahmenquellen. Und sei es nur, um Gorilla zu übertreffen. Vielleicht ist es an der Zeit, das Geschäft zu diversifizieren. Nicht nur Kuriositäten, sondern auch Informationen oder noch besser, Zugang. Oh, wie genial, Helsig! Ist Gorilla, war das nicht die Assistentin von Dings? Von Raphael? Was haben die beiden miteinander zu tun? Gibt es da einfach den offiziellen Wettbewerb der Menschen, die zum Teufel arbeiten? Oh, infernalischer Marmor. Keine Ahnung, was wir damit machen können, aber es ist auf jeden Fall erstmal gekauft. I'll just help myself. Der Eulenbergkopf. Ein heiliger Eichen. Hier habe ich das schon mal gelesen. Fürchterliche Flora, dieses Buch listet die wenigen Pflanzen, auf die in Avernus wachsen. Bei den meisten wird davon ausgegangen, dass sie aus den Lebenssäften der unzähligen Teufel und Dämonen erwachsen, die regelmäßig auf den Schlachtfeldern des Blutkrieges abgemetzelt werden. Aber wie schön. Oh ja, Dimensionstür können wir bestimmt auch nochmal irgendwann mal bezeiten gebrauchen. Ich glaube, ich habe meine letzte Rolle neulich verbraucht, um Ulda zu retten, ne? Da ist ein Sarg. Doch eine vergoldete Truhe. Ah, davon lassen wir ja wohl nie aufhalten. Ist eigentlich ein bisschen lächerlich, wie leicht ich hier eigentlich einbrechen kann. Sie hat eine so eine kleine Falle, wo man ein bisschen Wein reinschieben kann und dann war es das schon, ne? Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Sicherheit. Was ist das denn? Goldener Schlüssel. Trank. Goldener Schlüssel. Wahrscheinlich für die goldene opulente Truhe, die ich gerade leergeräumt habe, ne? Achso, wir hätten bei Helsig auch einfach... Naja, okay, jetzt... Das wäre ja auch viel zu einfach gewesen. Einfach über den Balkon einzubrechen. Silberner Tortenständer. Der ist gekauft. Bis jetzt habe ich hier noch nicht die großen Erkenntnisse über Helsig gesehen, die uns irgendwie weiterhelfen, sag ich mal, ne? Infernalisches Arsenal. Infernalische Waffen. Dieses Waffenbuch beschreibt die verschiedenen Waffen und Rüstungen, die in den Höllen zu finden sind, einschließlich ihrer Eigenschaften. Der Abschnitt darüber, wie man in diese Waffen gelangt, wurde herausgerissen. Aha. Ja, ein bisschen Gold. Gewebe muss ich meiner Sisis Löwenherzgewand. Vermutlich gehört zu einer tapferen Person, ja, bestimmt. Und Silbertal, den kann man bestimmt leider an allen Helsig gleich wieder verrückt bekommen. Vergoldete Truhe, dafür ist bestimmt der Schlüssel da, wenn wir gerade einen goldenen Schlüssel haben. Ganz schön großer, bequem herbstliches Gewand. Schrank. Baldurs Traube. Na gut, dann haben wir unseren Alkohol. Aha! Maske der Seelenwahrnehmung. Alter, ein Bonus +2 auf Angriffswürfe, Initiative und Wahrnehmungswürfe. Früher von den herbstlichen Basken getragen, Mediationsexpertin, die aus den meisterlichen Faustkämpfen wurde, über zwei Wege Erleuchtung erlangt. Erstens, sie gab ihre Obsession von abgeschiedenen Höhlen und einsamen Bergköpfen auf und sie ließ sich auf Gesellschaft ein. Das erfüllte zahlreiche neue Röcke, die meistens lavendelfarben waren. Warum lavendelfarbene Röcke? Aber gut. +2 auf Initiative, Angriff und Wahrnehmungswürfe. Das ist schon extrem gut, oder? Diese Münze verschwimmt einen starken Metallgeruch, der üblicherweise auf einen ganzen Schatz aus Edelmetall hindeutet. So. Was genau machen wir jetzt damit? So, was hat Nastarion gerade für einen Hut auf? Okay, hat das Ding. Dann nimmt er auf jeden Fall diese Maske, die +2 auf quasi alles gibt, ne? Ich glaube, die sieht zwar... ja, die sollten wir auf jeden Fall nicht darstellen. Aber... die Münze von Mammon, was machen wir mit der? Können wir mit der Helsig abpressen? Also, Besseres fällt mir gerade auch nicht ein, ne? Hm. Ist ja die Frage, ob ich jetzt eigentlich direkt dahin möchte. Richtung Orpheus, weil das mit dem orphischen Hammer. Ich meine, wir haben danach erstmal nur den orphischen Hammer. Wir müssen ihn ja nicht direkt einsetzen. Aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob ich nicht erstmal alles andere machen möchte als das, weil das fühlt sich irgendwie sehr endgamey an, als würde es das Spiel beenden. Genau wie Ansur. My most perceptive prospective customer. Welcome back. Ja, sehr herzlich willkommen zurück. Mich interessiert das Haus der Hoffnung. Truly. That's remarkable. I like to deal with remarkable people. Very well. You stand before Mammon's picklock, latchkeeper of the Nine Hells. My business is not information, nor hellish curios. Not really. I break people into the Hells. That's my thing.
Also sie hat sich selber ein paar ordentliche Titel gegeben. Also sie findet das bemerkenswert und sie mag bemerkenswerte Leute. Der Hut schwebt übrigens. Wir stehen vor Mammons Dietrich oder aber auch... also sie handelt nicht wirklich mit Kuriositäten, sondern sie... Dings, wie hat sich noch genannt? Die Klinkenhüterin der neuen Höllen. Ah, wie schön. Raphael hat erwähnt, dass Mephistopheles die Krone von Chaos gestohlen hat. War sie daran verwickelt? Lord Gortash wanted to steal something from Mephistopheles. So I punched a portal into the Archdevil's dusty vaults. And then I... Oh, gosh. My fickle memory fails. If only something would jog it. Dass sie viel Geld haben. Also sie meint, dass sie Lord Gortash etwas daraus haben wollte. Sie hat ein Portal da reingeschlagen in die staubige Krypta von Mephistopheles und hat das gemacht. Und jetzt ist ihr Gedächtnis leider gerade schlecht. Ich gebe ihr 1000 Gold. Das Geld ist nicht mein Problem jetzt hier. Und sie ist Mammon. What deep pockets you have. Gortash stole the crown of Karsus. Pissed off Mephistopheles, but rather intrigued another devil by the name Raphael. His House of Hope is furnished with a great deal of treasures, many related to Karsus. But alas, he lacks the crown itself. He's rather ambitious. One can only wonder what he has planned for the crown. The answers to that can probably be found within his house. Let's poke around the rat's nest. Maybe set it on fire on the way out. Ah ja, also das stimmt, wenn Karlach wieder in den neuen Höllen ist, dann müsste sich ihr Herz ja nicht beruhigen. Also auf jeden Fall, nicht, dass ich die am Ende verliere, dass sie ihn wieder zurück kann. Also Mephistopheles war tatsächlich ein bisschen sauer, aber Raphael hat es auch gleichzeitig auf den Plan gerufen. Der hat in sein Haus der Hoffnung anscheinend viele Sachen, die irgendwie mit Karsus zu tun haben, gesammelt. Aber die Krone selbst gehörte leider nicht dazu. Und was das alles zu bedeuten hat, kriegen wir vielleicht raus, wenn wir vor Ort sind. Das wäre eigentlich mich nöre war. Diese Information war ihr Gold nicht wert. Naja, wir haben halt nichts Neues erfahren, ne? Ja, ich will ins Haus der Hoffnung. Was kann ich dafür tun? What a fascinating proposition. Ludicrous, of course, but fascinating nevertheless. Very well. If you wish to die in Avernus, that's your business. Mine is charging you for it. Of course, such a task will require quite the substantial donation to Lord Mammon's coffers. Such a task would be tantamount to suicide. Do not even entertain it. Ah ja, also sie meint, das ist ein lächerlicher Gedanke, aber wenn ich in den sieben in Avernus sterben möchte, dann ist das natürlich meine Sache. Sie nimmt nur den Preis. Mammons Portemonnaie möchte dafür aber ordentlich Geld haben. 20.000 will sie haben. Verzichte auf die Gebühren, ich besorge eins von Raphael Artefaktenversammlung. Habe ich den Preis, oder ich habe euch. Ich habe euch schon so viel gezahlt, jetzt ziehe ich mich über den Tisch. Das ist mir persönlich, ich brauche was Zeit, darüber nachzudenken. Yep. Mull or don't mull. It matters not to me. If you have coin, return. If not... Don't. Naja, das würde ich mal mit einem anderen Charakter. Ich glaube, dafür brauche ich eine volle Rast, weil das klingt so. Also, das Haus der Hoffnung klingt irgendwie nach einer längeren Geschichte, wo einzureiten mich tatsächlich Zeit kostet. Deswegen würde ich das jetzt ungern jetzt sofort machen. Ich glaube, wir brechen erstmal bei Casador ein. Das kann, glaube ich, nicht so schwer sein. Ich meine, wie viele Truppen kann der haben? Und dann haben wir es nämlich eigentlich auch schon, oder? Frank Böhmann ist schon lange tot. Noch nicht irgendwelche offenen Quest. Versammle deine Verbündeten, sein Nessastein. Damit ist jede Hoffnung für ein Bündnis mit ihm dahin. Naja. Das war es auch schon vorher. Jetzt müssen wir Afur Georgi, der das gespendet hat. Oh, Afur! Wir haben vielleicht Banditen gefunden. Oh, wie schön! Geld hat sich nur aus dem Mister gestorben. Ja, Krone von Karsus. Nur die Frage, was er da noch machen, ne? Der bleiche Elf, Klinge der Grenzen. Achso, Anso gibt es ja auch noch. Also prinzipiell. Ja, Karlach hat halt nur die Quest zu töten, ne? Ja, wir konnten da übrigens Opfer nicht aus ihren Fängen befreien, ja. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal zurück. Nochmal nach Rivington, ne? Besonders, ich glaube, nochmal die Würmbrücke. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unnötig anstrengend. Müssen wir nochmal mit Afro reden. Das war der Typ, dem das Haus gehört hat, wo die Flüchtlinge sich gesquattet haben und wir seine Security quasi, die er vor 3 Sekunden bezahlt hat, mal eben aus dem Leben entfernt hatten und dann hat er gesagt, naja, dann gibt er halt sein Haus auf und dann
Oder er kommt woanders wieder. Dann haben wir in seinem Keller, glaube ich, die manipulierten Teddybären gefunden. Die wiederum, beziehungsweise wir haben einen gefunden. Die Teddybären haben wir bei der Spende gefunden. Und anscheinend haben wir jetzt die restliche Spur zu Arthur selber gefunden. Ich glaube, er war hier. Hier ist auf jeden Fall Corilla, warte mal. Verena Schankmeid, Faust Gunmeier, warte mal. Das ist, ja, das ist Corilla, genau. Hat dir was zu sagen? Seen sense yet? Okay, sie meint, Raphael möchte uns immer noch helfen. Ja, das ist aber richtig toll egal. Polstersessel, das ist ein guter Name. Ohrlöffel und Borgus Dingsbums. Waren die nicht hier oder Arthur? Hab ich jetzt schon gesehen? Ich hatte den hier irgendwo gesehen. Wo ist denn mein Questfall für ihn? Ist er wieder in seinem Haus? Er ist unten bei den Drownen, im Tanzraum wahrscheinlich, oder? Mamsel Amira. Was meine Mamsel ist? Ah, hier ist Arthur. Warum ist denn hier eigentlich so ein... Ach, das ist die Rückseite von dem Wegpunkt. Ah, lol. Na gut, mein guter Arthur, folgendes. Nine hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? Er ist sauer, dass wir ihn gefolgt sind. Ich habe die exklusiven Stoffbänge gefunden, die er in den Flüchtlingen spinnen wollte. What? How? Nine hells. Whatever you think, you know, I'm sure some gold would help you to forget. Also er fragt sich immer noch, wie wir das rausgefunden haben. Und was auch immer wir denken, etwas Gold könnte uns dabei helfen zu vergessen. Ich weiß nicht, ob er 20.000 hat, genug um Helsig zu bezahlen. Ich will antworten. Wäre ich aus Gold, das hätte ich euch aufgeschlitten, das mir genommen. Please don't. What do you want from me? It's not my fault. I was forced to do this. Framed even. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. Also er wurde gezwungen, nein, sogar reingelegt, die Kinderspielzeuge zu manipulieren. Ja, wer sind denn sie? I can't tell you. I won't tell you. Er kann es nicht sagen und er wird es auch nicht sagen. Ich war bei Philogia, er steckt das mit Gordosch in deiner Ecke. Klingt so, als wäre das nochmal zu groß für euch. Gebt mir einfach so gut, dass ich gehe, dann habe ich keine Verhandlung für euch. Ja, das ist nicht dieser One. Nee, ich war bei Philogia. Would you keep it down? Or do you want to get us both killed? Ja, ich glaube, es gibt niemanden, der umbringen kann. I'm no more in cahoots with Gortash than you are, which is to say, I'm just as much under his thumb as anyone else in this city. If you've been there, you know more than I do. Now, will you please let me go? His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower city. Das ist total unlogisch. Also der Dialogverlauf gerade. Ich glaube, ich hätte früher mit ihm reden sollen. Also was er meint, das ist, wenn ich bei Philogia war, dann weiß ich mehr als er weiß. Und der ist genauso wenig Gortas Komplize, wie ich es bin. Und er würde jetzt gerne gegenlassen wollen. Und er offeriert mir einen Pass zur Unterstadt. Ich brauche sein gesamtes Gold. Nachdem ich alles weiß. Naja, an sich scheint er wirklich nicht so wichtig zu sein. Ich bin mit seinem Gold einverstanden. Here, take it, all of it. I don't care. You'll never see me again. I promise. Wie viel gab's denn jetzt dafür? Er sagt ja, ich werde ihn nie wiedersehen. Wie viel Gold gab's jetzt? Das wurde jetzt nicht abschließend geklärt, das mit dem Gold. Teddybären im Schrank, davon ist das Tal inspiriert. Und 170 Erfahrungspunkte. Okay, das bringt mich leider jetzt auch nicht mehr so wirklich weiter. Der höchsten Heilung. Wie fehlt mir der Knopf, mit dem ich automatisch... Was ist denn Terrasul? Achso, das sind Drogen. Warum habe ich eigentlich so viele Drogen bei? Naja, bei denen ist der Händler, kauft man die bestimmt ab. Judy, dann hätten wir ja das denn auf zu Casador, würde ich mal sagen, oder? Weil jetzt haben wir ihr auf jeden Fall in Rivington alles fertig gemacht. Also das... Er hing da irgendwie mit drinne und irgendwie mit dem Spielzeug, aber warum zur Hölle die Philogia seiner Truppe jetzt irgendwie explosive Stoffbären an die Flüchtlinge verteilen wollte, ist jetzt auch nicht so richtig rausgekommen, oder? Also wir wissen nur, dass es so ist und dass es irgendwie auf Gortash zurückgeht. Na gut, dass die Baniten, das sind ja ganz groß und so Angst und Schrecken verteilen, ne? Ich nehme mal an, dass es... Du kannst alle Umstände mit Graves markieren, die immer Umrisse betonen. Ah, Graves.
Oder auch Zukunftflex. Eine gute Taste. So richtig weiterbringen tut mich das so storytechnisch auch nicht, ne? Na, damit ich nicht wieder die Security anlabern, was man möchte. Das wäre auf jeden Fall der wesentlich bessere Weg zu ihm gewesen. So, warte mal. Ist das hier das Gerüst, mit dem ich da hochkommen soll? Geht das noch wie besser? Na, ich glaube, wenn ich irgendwo hoch muss, wahrscheinlich das dort noch irgendwo ein Loch. Ne, wenn das mal hier mit den... Ja, das ist dann wahrscheinlich der Zugang zu ihm hier, ne? Da oben patrouilliert die Faust, aber das ist ja schon von Kalador, oder? Hier. Alter. Gibt es hier noch irgendwie anders hoch? Oder wir könnten hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Da oben ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Warte mal. Kommen wir? Ich meine, das ist die flammende Faust. Da habe ich jetzt auch kein Problem damit, noch irgendwie noch über drei Leichen mehr zu laufen. Das hält mich jetzt, glaube ich, nicht mehr so wirklich auf. Kommen hier aber auch nicht besser hoch, ne? Ja, warte mal, denn warte mal, kommen wir hier? Ja, wir kommen durch diesen Turm hier hoch. Der müsste mich hier... Genau, der führt mich da rein in Kassados, genau. Dann machen wir das. Hoppe, wir gehen durch die Tür da. Das, wird bestimmt total unblutig laufen, da reinzukommen. Mittlerer Wachturm. Central Watchtower of the Flaming Fists. Hat sie gerade Center Watchtower gesagt? Nicht. Okay, anscheinend darf man den mittleren Wachturm mal so hochrennen. Das ist das öffentliches Gelände, das Ding da. Warte, das geht noch höher. Das ist bestimmt eine super Idee, mit meiner kompletten Truppe den Wachturm hochzulaufen. Was bestimmt auch überhaupt nicht zu verwirrenden. Vase? Mit absolut nichts drin. Na gut, dann rennen wir da draußen runter, denn Südturm des Zarpalas. Okay, das war ja einfach. Und ich dachte schon, ich muss mich irgendwie anstrengen. Faust Hagedorn. Ja gut, ich meine, das ist eine innere Mauer, ne? Das ist halt wie gut... Und Faust Equina. Ich meine, wie gut kann das Ding hier beschützt sein? Aber... Ach, warte mal, ist das hier, wo der andere Turm stand? Der aus der Anfangs... Nee. Weil es gab doch die Anfangssequenz, wo der Norton Lead vorbeigekommen ist. Und die ganzen Dings, den einen Turm kaputt gehauen hat, wo der Wächter drin war. Das hätte ja hier sein können, aber anscheinend war es das nicht. Gut, aber schön, dass man hier als unbescholtener Bürger einfach mal so die Türen einfach so besteigen kann, dass es gar kein Problem ist. Ja, wollen wir uns nochmal den guten Zarpalast von innen angucken, sag ich mal, wa? Da sind bestimmt schöne Sachen drin. Ich war schon einmal mit Schattenherz hier drin, ne? Zumindest in der ersten Etage musste leider göttlich... Oh, ganz viele Leute hier. Hallo, guten Tag. This is the palace of Cazador Zar. Entry is forbidden. Leave now, citizen. Oh, das ist der Palast von Cazador Zar. The girl's words are clear, but spoken without thought or intent. Behind her eyes you see nothing. She must be one of the charmed thralls Astarion mentioned. Oh, jetzt muss ich mir noch schlecht für mich hier töten. Sie meint, das ist der Palast von Casa d'Ossa und ich Bürger soll umkehren. Sonst alles gut. Eigentlich noch ein Wort von euch, fliegt von diesem Turm. Eure Meister hat mir vorhin Sicherheitsmaßnahmen zu inspizieren. Täuschen? Wie gut ist Schattenherz enttäuschen? Ich bin hier, um Casa d'Ossa zu töten. Ja, das wäre zwar sehr ehrlich, aber... ja, genau, das sollten wir nämlich auf jeden Fall tun. Nämlich erstmal alle Leute nach oben bewegen. Na, jetzt ist es... Ne, es reicht mir eigentlich, wenn meine Leute alle hochkrabbeln. Wenn die dann alle im Dialog sind, ist mir das auch alle egal. Ist mir das auch egal. Wahrscheinlich habe ich hier eh Initiative. Aber dann sind die schon mindestens mal oben. Müssen nicht ihren ersten Zug damit verbringen, nach oben zu klettern. Ist die Frage, ob man die Leute überhaupt irgendwie retten kann. Das klingt manchmal mit meiner Ätzer da unten. Na gut, wir versuchen es mal mit Täuschen. Meister haben wir vorhin über Sicherheitsmaßnahmen zu inspizieren. Das wird bestimmt klappen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das nicht klappen kann. Mit einem Charisma. Oh, das hat wirklich geklappt. Na gut, ich meine, die sind Gedanken und geistlos, ne? Warum sollte es nicht klappen? Of course. Whatever the master desires. Enter freely. And of your own will. Tret mit freien Willen ein. Aha. Formidabler Helm. Bezaubert. Jared. Reklan. Mal sehen, ob die denn noch da sind, nachdem Kassador tot sind, ob die hier denn... Warte mal, hier ist eine Riesenratte.
Das ist bestimmt so, dass das Cazador mit Ratten die Leute überwacht, oder? Das ist ein typisches Vampir-Ding, dass die Tiere beherrschen noch oben drauf, oder? Another visitor? Steinlong? The others are? Ah ja, also die Ratte meint, dass wir ein weiterer Besucher sind. Die anderen bleiben hier immer sehr lange. Welche anderen? Guests came for a party. Never left though. Don't know what happened to them. Don't wanna know. But I'm sure you're different. I'm sure you'll be fine. Es kamen Leute von der Party und die sind seitdem nicht mehr rausgekommen. Das ist ja absolut beruhigend. Comes, I'm ready. Rikla, das mal. Nalker? Nee. Das gibt doch dieses eine Vampir-Ding, dass die alle Namen rückwärts schreiben oder welche Sachen mit rückwärts geschriebenen Dingens haben, die irgendwas anderes bedeuten. Soll dieses rote Punkt hier einen Landeplatz aufzeigen? Hey, Heiltränke, die nehme ich gern. Wie freundlich hätte ich vom guten Cazador, uns hier nochmal ein paar Heiltränke zur Verfügung zu stellen. Soll ich mich jetzt durch die nächsten Wächter quatschen? Diener-Etikette des... Warum liegt hier erstmal eine so eine Fesselkette und mehrere davon gleich? Merkt sich diese Regeln und befolgt sie stets. Verrichtet eure Arbeit im Stillen. Redet nur, wenn ihr angesprochen werdet. Der Meister mag es ruhig. Wenn ihr nicht beschäftigt seid, dann findet er was zu tun und seht beschäftigt aus. Der Meister mag Fleiß. Wenn ihr dem Meister begegnet, dann bleibt stehen und blinkt. Er blickt ehrfürchtig nach unten. Der Meister mag es, respektiert zu werden. Kein Pfeifen. Kammerherr Dufay. Ah ja, na gut, ja. Ja gut, der Meister mag es, das sind die Schlüsse. Only speak when spoken to, ne? Schutzwall des Dings. Okay, dann würde ich sagen, wir reiten da ein, aber beim nächsten Mal, wenn es da wieder heißt, war alles, gell? Macht's gut, bis dahin. Ciao.